Hallo, herzlich willkommen zu Berlins schönste Seiten, dem Podcast aus dem Literaturhaus Berlin zusammen mit der Berliner Morgenpost. Ich begrüße Felix Müller, herzlich willkommen. Hallo. Felix, und Janika Gellinek. Hallo Janika. Hallo. Schön, dass wir wieder zusammensitzen nach den Sommerferien, die mir recht lang vorkamen jetzt, aber auch sehr schön. Und erste Frage natürlich gleich, seid ihr zum Lesen gekommen? Hat es Spaß gemacht? War es ein anderes Lesen, Felix? Es war auf jeden Fall ein entspannteres Lesen, jenseits des großen, stressigen Bücherstapels, der mir permanent mitteilt, was ich sonst noch alles lesen muss. Insofern in der Sonne zu liegen und nur ein Buch zu haben, ist auch mal eine schöne Abwechslung. Das ist herrlich, oder? Wie ging es dir? Also erstens, welche Sonne? Welches eine Buch? Ja gut, du hattest natürlich einen ganzen Stapel Bücher dabei. Ja. Deshalb wollte ich dir ja die Gelegenheit geben, gleich zu Anfang. Ja, guck, und Felix hat mir so eine Steilvorlage. Also ich habe im Regen die gesamte Hotlist, wo ich in der Jury bin, gelesen oder angelesen. Und wir haben jetzt auch unser Treffen gehabt. Und ich habe mich im Nachhinein, also ich wusste ein bisschen, dass das auf mich zukommt, im Nachhinein ein bisschen darüber geärgert, dass es dann doch wieder dieses Arbeitslesen war, weil ich eigentlich auch die Sommerferien gerne nutze, mal die Bücher zu lesen, die so vollkommen frei von Verwertungszusammenhängen sind, sage ich mal. Sag doch mal konkret, welcher Preis ist das? Das ist der Preis der Hotlist, der Independent-Verlage, der jedes Jahr in Frankfurt verliehen wird, immerhin 5.000 Euro. Und was ich toll finde an dem Preis, ist, dass die gesamte, also der Verlag wird prämiert. Ne? Also ne, die Gestaltung, der Umfang, wie es gemacht, der Satz, spielt alles auch eine Rolle neben dem Plot. Es muss halt alles zusammenstimmen und man würdigt damit die Arbeit der Independent-Verlage. Also insofern freue ich mich, dass ich da Teil sein durfte, aber es war ein großer Stapel. Aha. Guck mal, ich habe genau in der Mitte dazwischen sozusagen getroffen. Ich hatte nämlich auch einen schönen großen Stapel, aber einen total selbstbestimmten und habe das endlich mal durchgezogen. Ich habe auch solche Sachen gelesen. Ich habe mal Terry Pratchett gelesen und solche Dinge. Also einfach so wirklich Spaßliteratur und habe aber auch für unseren Podcast so jede Menge Sachen entdeckt, wo ich dachte, oh toll, das ist nicht unbedingt im Programm, aber das könnte man mit reinnehmen und auch so ein paar liegen gebliebene Sachen. Also es war irgendwie, in diesem Jahr ist es mal aufgegangen und hat funktioniert. Viel gelesen und aber ganz anderes als für den Beruf. So, jetzt Konzentration. Wir haben drei richtig tolle Titel heute dabei und ich gebe es schon mal vorneweg mit ans Publikum. Zwei von den Autorinnen kommen auch, nämlich heute und morgen. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit Janika, die Dana Vohwinkel mitgebracht hat. Gewässer im Ziplock heißt der Roman. Genau, und ich muss gleich schon mal sagen, der Abend ist ausverkauft. Also wenn, dann kommen Sie noch an die Abendkasse und versuchen Ihr Glück. Lesen müssen Sie das Buch unbedingt. Ich finde, das ist fantastisch. Also den Werbeblock schalte ich gleich mal am Anfang, weil ich es spektakulär finde, wie Dana Vohwinkel als Debütantin ein so rundes und tolles und berührendes und reifes und irgendwie in keinster Weise ausuferndes Buch geschrieben hat, wo, glaube ich, die Gefahr groß gewesen wäre. Im Zentrum steht Margarita, ein 15-jähriges Mädchen, befindet sich in Chicago, wo sie bei ihren Großeltern zu Besuch ist. Und die zweite Hauptfigur, die andere Perspektive, ist ihr Vater Avi in Berlin, der hier Kantor bei einer jüdischen Gemeinde ist. Und dritte Hauptfigur, die dann etwas später auftritt, ist ihre amerikanische Mutter, die mit ihr nach Jerusalem fährt. Also man hat drei ProtagonistInnen und drei Orte, die für die Handlung wichtig sind, Berlin und Chicago und Jerusalem. Und es entfaltet sich eine Familiengeschichte und eine Identitätsgeschichte und vor allem, und das finde ich an dem Roman, glaube ich, am großartigsten, man ist über 350 Seiten lang 15 Jahre alt. Das, so alt ist Margarita und das macht sie mit einer solchen Intensität und so liebevoll und so toll, also dass ich wirklich, also mir ist die Spucke weggeblieben, man kann es nicht anders sagen. Und das Zweite, was ich so toll finde, ist, dass es ein Buch über jüdische Identität in Deutschland ist und in der gesamten Gebrochenheit, die dem innewohnt. Und die Tochter, das ist so spektakulär, die wird von ihren Eltern sozusagen immer als Deutsche irgendwie beschimpft, jetzt mal in Anführungszeichen.
Und ne, was heißt Israelin sein? Hebräisch, Jüdisch, Deutsch? Wie kommt die amerikanische Identität der Großeltern da rein? Wie der Vater, der irgendwie nach Deutschland wollte und hier in der jüdischen Gemeinde sehr verwurzelt ist? Das bringt sie alles zusammen, erzählt das in einem Tempo durch. Das ist, ja, ich sage es jetzt noch 500 Mal, aber da müsst ihr durch, wirklich toll. Einziger kleiner Wermutstropfen ist, dass das Glossar, was dem Buch beigegeben ist, sehr unvollständig ist, was ich auch deswegen schade fand, weil man allein auch das Buch lesen könnte, wenn man ganz viel über jüdische Liturgie wissen möchte. Also dieser Kantor, man sehnt sich danach, gläubig zu sein, weil der Avi sein an sich ne, auch viel problembehaftetes Leben mit Hilfe der Liturgie auch zu strukturieren versucht. Und man lernt viel, also ich wusste ganz viel nicht und wollte auch ganz viel nachschauen und musste das dann doch öfter außerhalb des Buches tun, macht aber nichts, ist wirklich ein kleiner Wermutstropfen, weil es eben auch nicht das Hauptthema ist. Und abschließend, sie schafft es eben auch über die Momente, die unglaublich pathetisch werden könnten, also wenn sie in Yad Vashem sind und wenn die Familie wirklich sehr, sehr doll zusammenstößt insgesamt. Sie erzählt weiter. Es gibt so ein paar Momente, wo ich dachte, eine weniger gute Debütantin würde vollkommen verständlich jetzt hier stehen bleiben und sozusagen das ganz große Drama-Panorama aufspannen. Das macht sie nicht. Sie erzählt einfach weiter. Und ich glaube, Daniela Dröscher sagt es irgendwo in der Blurb, so man wünscht sich, sie würde immer weiter und weiter und weiter erzählen. Und das ist genau der Effekt, den das Buch hat und ich freue mich wahnsinnig auf morgen Abend. Also es gibt ja noch Restkarten an der Abendkasse vielleicht und es gibt auch noch einen Stream. Also wird ja auch auf Lesereise gehen. Ich finde erstaunlich, Dana Vohwinkel ist für uns ja überhaupt gar keine Unbekannte, obwohl das ihr Debüt ist. Sie war hier im Podcast eben mit Daniela Dröscher. Sie hat im letzten Jahr Lechaim den Schreibwettbewerb gewonnen, der auch hier verliehen wurde. Also irgendwie für mich ist sie schon gar nicht mehr diese Debütantin, die sie aber mit diesem Roman ja offensichtlich ist. Großes Talent. Ja, das ist ja, das haut man dann immer so raus. Ne? Ich höre mich ja hier die ganze Zeit Klappentexte formulieren. Aber im Idealfall, also so wünschen wir uns das ja auch, ne? Dass wir die Autorin hier auch schon haben groß werden sehen. Und so freue ich mich eigentlich. Ne? Also wenn man AutorInnen über eine längere Zeit auch begleiten kann und sieht, was dann noch kommt. Und natürlich sind wir total neugierig, was sie dann als nächstes machen wird. Aber jetzt soll sie sich damit erstmal abfeiern lassen. Spielt ja in der Gegenwart, hast du gesagt. Ne? Und kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie das jüdische Berlin sozusagen oder das Leben als Jüdin oder als Jude, das jüdische Leben ja, in Berlin der Gegenwart? Also vor allem, man erfährt am meisten, also das Buch ist eben relativ konsequent zweigeteilt aus der Perspektive Avis und aus der Perspektive Margaritas erzählt. Und das meiste, was man erfährt, ist eben ne, das, was Avi in seiner Gemeinde erlebt. Er betet, sozusagen, das ist sehr in den Ritualen verankert. Und dann wird aber so auch immer nur so eingespielt, ne? Also so wie man sich seit Halle eben nicht mehr so sicher fühlt, ne? Seit dem Anschlag 2019 und wie dann zum Teil, also dann auch manchmal das Verhältnis der Deutschen zu den Juden, also dass dann doch einfach die Scham oft die Trauer überwiegt, also dass die Deutschen eben immer noch keinen richtigen, guten, emphatischen Umgang mit dem gefunden haben, was passiert ist. Und das kommt aber ganz oft über Erzählung. Also es wird etwas erzählt und dann wird einem nebenbei so was reingedrückt, ne, was man entweder kollektiv weiß, wissen sollte, nachschauen kann. Und da habe ich, also als jemand, der sich jetzt mit jüdischer Literatur überhaupt nicht auskennt, das Gefühl, da ist tatsächlich eben, wie man es ja auch von der Literatur, ne, der dritten Einwanderergeneration sagt, da ist eine neue Stimme hörbar von jemand, der, wo viel passiert ist, viel verarbeitet, aber eben auch einfach bewusst nicht verarbeitet wurde, was sozusagen in dem Roman noch rumsteht. So dass ich jetzt nicht sagen könnte, es ist über das jüdische Berlin. Das jüdische Berlin ist Teil des Berlins, ist parallel, ist manchmal konträr, ist ganz viel nicht mehr da.
Und das ist aber dem Roman eingearbeitet. Und damit muss man klarkommen. Man kann es sozusagen jetzt nicht irgendwie als Stadtführer lesen oder irgendwas derart, sondern als ein unglaublich gegenwärtiges Buch. Ja. Das hat mich daran, glaube ich, so fasziniert. Sie ist ja auch noch sehr jung, also eher sogar vierte Generation, würde ich jetzt fast schon sagen. Ne? Ja, also wenn wir jetzt rechnen, genau, ja, wenn wir jetzt wirklich mal richtig rechnen. Ja. Genau, und diese innerjüdischen Konflikte, die es in den verschiedenen Gemeinden und so gibt, ist das auch Thema in dem Buch? Es kommt niemand so richtig gut bei weg. Das ist immer gut. Das ist immer so, absolut. Und es sind aber, sie macht das eben nicht über Theorien oder Ideologien, sondern über die Figuren, die alle in sich gebrochen, sagt man ja immer so schön, ne? oder ganz verschiedene Identitäten. Ne? Weil sie ist eben erstmal ist sie 15 und dann ist sie noch Jüdin und dann ist sie Deutsche und sie hat aber auch einen amerikanischen Pass. Und das weiß Dana Frohwinkel eben zu erzählen, ohne dass man jetzt sozusagen, aha, interessant, jetzt hat man hier auch noch den Palästina-Israel-Konflikt oder irgendwie so, sondern das kommt alles aus den Figuren heraus. Es sind auch ziemlich viele Körperflüssigkeiten in dem Buch. Wo du gerade sagst Flüssigkeiten, alle, kannst du vielleicht auch nochmal den Titel, diesen etwas kryptischen Titel erklären? Ich habe ehrlich gesagt, ich habe drüber weggelesen. ich bin mir nicht, also der Ziplock kommt öfter vor, also sozusagen dieses amerikanische System, ne, Dinge verschließen zu können. Ich bin mir nicht ganz sicher tatsächlich. Ich habe befürchtet, dass die Frage von euch kommt. habe vielleicht einfach zu gebannt gelesen. Es sind viele Tränen, es wird viel geweint im Buch. Ich hatte das Gefühl, es hat vielleicht was mit den verschiedenen Gewässern der verschiedenen Städte, aber eben auch den geweinten, aufgehobenen, noch nicht geweinten Tränen zu tun, aber es mag ein schlichter Überlesensfehler geben. Vielleicht fragen wir sie morgen einfach. Ich meine, Ziplock ist auch etwas, was man, auf der einen Seite ist es ein Lock, etwas Verschlossenes, aber man kann es doch recht einfach öffnen, wenn man denn möchte. Wir werden es herausfinden, vielleicht. Ich muss zugeben, morgen. Ich dachte, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ey, toller Einband, blöder Titel, so, weil ich das so ein bisschen sperrig finde. Im Nachhinein finde ich auch den toll. Also es ist genau eine absolute Leseempfehlung. Wunderbar. Noch ein toller Titel. Wir machen jetzt einfach nahtlos weiter. All Right, Good Night. Ja. Helga Tau. Auch sie kommt heute ins Literaturhaus. Ja. Es gibt noch Restkarten, so viel kann ich verraten. Ja. Und es ist auch ein Debütroman und du hast ihn mitgebracht, Felix. Ich habe ihn mitgebracht. Ich hatte eigentlich einen anderen Roman geplant, habe den aber spontan verschoben, als ich auf euer Programm geschaut habe, weil ich mir die... Schön. nicht nur um euch was Gutes zu tun, sondern vor allen Dingen auch um mir was Gutes zu tun. Denn ich muss da vielleicht dazu vielleicht erwähnen, dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Kulturjournalist auch häufig ins Theater gehe und 2022 beim Theatertreffen die Bühnenversion dieses Textes gesehen habe. Und man kann so grob sagen, von 10 Theaterabenden sind 4 so, dass man sie schnell wieder vergessen hat. 2 weitere sind vielleicht so, dass man mal kurz zu Hause sie erwähnt. Und ein ganz kleiner Teil ist so, dass sie einem wirklich jahrelang danach noch nahe gehen und man sie nicht los wird, weil sie so intensiv waren und für mich irgendwie, also auch irgendwie lebensverändernd gewirkt haben. Dieser Roman, All Right, Good Night, geschrieben von Helga Taug, vielleicht sage ich zuerst 2, 3 Worte zur Autorin, die heute Abend hier auch zu Gast sein wird. Eigentlich kommt sie vom Theater, hat angewandte Theaterwissenschaften auch studiert, ist Mitbegründerin des Theaterkollektivs Rimini-Protokoll, das eigentlich jeder kennt, der regelmäßig ins Theater geht und sich für performative Kunst interessiert. Warum? Weil Rimini-Protokoll auf eine ganz innovative Weise neue Formate auf Bühnen gebracht hat, neue Hörspiele eingespielt hat, die immer in so einem ganz spannenden Grenzbereich zwischen quasi investigativer Recherche und künstlerischer Verarbeitung spielen. Ne? Also ich sag mal ein Beispiel, eine ganz frühe Arbeit war eine Rekonstruktion einer Bundestagssitzung, dargestellt von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bonn.
Sie haben ein Theaterstück gemacht mit Tourette-Patienten, das auch ein umwerfender Abend war tatsächlich, in keiner Weise irgendwie bloßstellend oder irgendwie zur Schau stellend, sondern wirklich unheimlich ergreifend und dergleichen mehr zu dieser belgischen Airline, Sabena Airlines, haben sie ein tolles Stück gemacht. Also man kann bei Rimini-Protokoll eigentlich zuverlässig sagen, muss man hingehen, muss man sich angucken, immer interessant, immer irgendwie neu und experimentell und spannend. Dann habe ich beim Theatertreffen 2022 diesen spannenden Text gesehen. Der heißt All Right, Good Night, weil das angeblich der letzte Funkspruch des Piloten war im Flug MH370. Wir erinnern uns, März 2014. Eine Boeing fliegt von Kuala Lumpur nach Peking und verschwindet nach 39 Minuten von dem Radar der Flugaufsicht und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Es sind an verschiedenen Küstenorten im Indischen Ozean Wrackteile aufgetaucht, die mit diesem Flugzeug in Verbindung gebracht werden können. Es ist aber nach wie vor nicht ganz klar, was passiert ist. Es gibt eine Reihe von Verschwörungstheorien rund um diesen Flug. Das fängt an bei einem Suizid des Piloten und hört auf bei einem Abschuss der Maschine. Die Passagierlisten wurden durchgegangen. Da wurden Menschen mit gefälschten Papieren entdeckt. Zu denen wurden unheimlich viele Theorien entwickelt. Also es entsteht ein Riesenkosmos rund um diesen mysteriösen, verschwundenen Flug, der eine große Rolle in dem Roman spielt, zum einen, und zum anderen etwas, was erstmal prima vista damit gar nichts zu tun zu haben scheint, nämlich die Demenzerkrankung des Vaters von Helga Taug, die im Wechsel in einer sehr, ich würde fast sagen, fast nachrichtenagenturhaften Sprache, ein unheimlich adjektivarmer Berichtsstil, der Sache hoch angemessen ist, also genau die richtige Wahl, wird geschildert, wie dieser Mann sich selbst verliert, wie er sozusagen in die Dunkelheit einer Demenz hineinsteuert und wie die Angehörigen das erleben. Wie er es kleine Anzeichen zeigt, zum Beispiel, dass er mehrere Glückwunschkarten schreibt, dann sind plötzlich 4 Glückwunschkarten von ihm im Postkasten und es endet dann damit, dass er schon im Pflegeheim ist und sich plötzlich irgendwie überraschend zum Leiter dieses Pflegeheims erklärt, obwohl er doch deren Patient ist. Also es ist auch nicht frei von Komik, natürlich ist es zugleich auch tief traurig, wir alle kennen zumindest jemanden, der etwas Ähnliches erlebt hat. Vielleicht haben wir es auch aus eigener Haut, am eigenen Leib erlebt. Und diese beiden Erzählungen, einerseits die Demenz des Vaters, andererseits das Verschwinden eines Flugzeuges, sind hier in einer tollen Weise kollagiert, dass klar wird, dass sie doch unheimlich viel miteinander zu tun haben und dass das große Thema, um das es geht, das Verschwinden und Verlöschen von geliebten Menschen ist. Und das macht dieses, eigentlich ist es ein Langgedicht, muss man sagen. Es ist auch so manchmal so gesetzt. Man sieht es hier vielleicht ganz gut. Ich habe es nur in ausgedruckter Version. Also es ist ein eigentümlicher Zeilenfall. Mhm. Im Buch ist es, glaube ich, auch so, ne? Ja. Auf der Bühne ist es tatsächlich auch im Wesentlichen Text. Also man hört Musik und dann sind da so Vorhänge, auf die Schriften projiziert werden, wo man das lesen kann. Manchmal wird es eingesprochen, manchmal nicht. Dieses Bühnenstück verdankt seine Stärke diesem Text. Es war ganz folgerichtig, das nochmal als Buch zu veröffentlichen. Vielleicht kannst du, weil das finde ich tatsächlich spannend, das habe ich mich auch gefragt, ja, beim Lesen, nochmal genau erklären, wie sie es auf der Bühne inszeniert hat. Ja. Also sozusagen schon mit Schauspielern und Schauspielerinnen, aber eben auch mit Lesen und Lesestellen und Hörstellen. Oder also es gibt tatsächlich Performer, ich glaube 2 Performer auf der Bühne und es gibt eine musikalische Gruppe, die sieht man, das ist das erste Bild, die stehen als Warteschlange wie an so einem Flugzeuggate und warten darauf, da reinzugehen. Dann packen sie aus ihren Koffern und Rucksäcken allerdings ihre Instrumente aus und dann spielen sie, Barbara Morgenstern heißt, glaube ich, die Komponistin, spielen sie sehr tragende, sphärische Musik den Abend über. Ich glaube, der dauert so 80, nee, ein bisschen länger, 1,5 Stunden, vielleicht etwas mehr als 1,5 Stunden. Es ist auch ein Abend mit viel Lichtkunst, wo halt wirklich viel Text projiziert wird und wo durch diese Verschachtelung dieser beiden Themen halt das
das eigentliche Thema des Romans oder dieses Textes herausgearbeitet wird in einer für mich sehr ergreifenden Weise. Aber wie kommst du dazu, das ist, finde ich, natürlich die Frage, die total auf der Hand liegt, wie kommst du dazu zu sagen, es ist folgerichtig, dass daraus auch ein Roman wird? Weil es steht auch Roman drauf, es ist jetzt erstmal nicht... Ja, es ist ein ungewöhnlicher Roman, würde ich sagen, also aber... Er nennt sich selbst Roman, also ist es einer, würde ich sagen. Ich bin Anhänger dieser Definition. Alles, was sich selbst Roman nennt, ist auch einer. Ich glaube, dass man von dieser, dass man mit Pietät und einer gewissen Grunddistanz, das ist ja eine Lebenskatastrophe von Helga Taug, mehr kann, also das muss man ja so deutlich sagen. Ne? Also sie hat ja, und es steht auch wahrscheinlich unheimlich viel nicht drin in diesem Roman. Ne? Also den Vater, einen engen Angehörigen in die Demenz entgleiten zu sehen, gehört also zu den schlimmsten Erfahrungen, die man so machen kann, würde ich mal so sagen. Und um der Gefahr des Melodramatischen zu entgehen, um auch keinen Kitsch zu produzieren, brauchst du in irgendeiner Weise eine Distanzierung. So. Denn der Vorgang ist schlimm genug. Es braucht keine sprachliche Verstärkung. Und deswegen ist es, glaube ich, die richtige Wahl. Ja, und ich glaube, sie wählt auch die richtige Sprache, weil diese reduzierte Sprache, die sie da anwendet, trägt ja auch wiederum bei zu diesem Verschwinden, zu diesem Verlust. Also sozusagen der Vater, du hast gesagt, entgleitet, ne? Er verschwindet irgendwie in so ein Nebel des Vergessens, es wird immer weniger, es wird immer komplizierter, auch mit ihm in einen direkten Austausch zu treten. Und ich meine, das Flugzeug verschwindet ja auch und das Schlimme für die Angehörigen ist ja tatsächlich, dass die auch nicht wieder auftaucht. Genau. Und dass man eben zurückgelassen ist mit was eigentlich? Also dann irgendwie ein paar Wrackteilen, ein paar Informationen, die stimmen oder nicht stimmen können und das macht sie über die Sprache und dieses Reduzierte, finde ich, überdeutlich. Also mich hat das sehr überzeugt. Auch. Nee, ich glaube auch, also was, und da kann man sie ja im direkten Kontrast stellen zu diesen ganzen eher erfahrungsberichtartigen, autofiktionalen Titeln, die über das Älterwerden der Eltern, Krankheit und so weiter geschrieben werden, you name it, dass sie sich eben um eine Form bemüht, die das erstens nochmal auf eine andere Ebene hebt, aber eben auch als Leserin aushaltbar macht, weil du eben nicht, oh Helga Taug, es tut mir jetzt so leid, um deinen Vater in diese Position gezwungen wirst. Also was mich immer beim Lesen so nervös macht, weil man einfach keine Möglichkeit der Kritik mehr zu haben scheint, weil es ein so persönlicher Bericht ist. Durch die Form, die sie wählt, zeigt sie eigentlich, ne, wie man doch auch mit einer so schlimmen persönlichen Erfahrung arbeiten kann. Es ist halt überaus menschlich, weil es natürlich ums Abschiednehmen geht. Und ich meine, weiß ich nicht, Menschen, die andere verloren haben durch einen Autounfall oder so, haben eben ein sehr plötzliches Abschiednehmen. Sie hatte ein sehr langes Abschiednehmen, aber trotzdem am Ende geht es um dieses Loslassen, wie verabschiede ich mich von einem geliebten Menschen. Das ist ja ein Thema, das uns alle irgendwann leider betrifft. Ja, und sie findet dafür ein Bild. Ne? Ja. Also sie findet dafür mit dem Verschwinden des Flugzeugs, ne, ein adäquates Bild, was es dadurch irgendwie aushalten. Das macht den Text so stark. Es blitzen immer wieder Parallelen auch zwischen diesem ja unheimlich technischen Diskurs einer Flugzeugkatastrophe. Da geht es ja um irgendwie Flugraumüberwachung, da geht es um Peilsender und diesen zutiefst menschlichen Liebesdiskurs. Mein Vater ist krank, kann man ja noch nicht mal sagen. Also das ist auch ein entscheidender Punkt. Es ist keine Krankheit, Demenz. Eine Krankheit ist heilbar, Demenz ist nicht heilbar. Es ist ein sich verschlechternder Zustand, so kann man das höchstens beschreiben. Und es gibt immer wieder so Aha-Momente bei der Lektüre, wo du sagst, ja stimmt, das ist ja eigentlich irgendwie unglaublich, sich unglaublich nah. Ein Flugzeug sendet im Abstand von einer halben Stunde, glaube ich, ein sogenanntes Ping-Signal. Und dieses Ping-Signal, das ist auch toll inszeniert bei der Theaterinszenierung, sagt nichts anderes als, ich bin hier, ich bin noch da, keine Sorge, ich bin da. Ja? Und das ist nichts anderes als das, was wir tagtäglich bei WhatsApp übrigens machen. Ne? Also wenn ich meiner Familie schreibe, ich bin hier, dann ist das genau das Ping-Signal von mir, dass meiner Familie sagt, ah, okay, du bist da. So, wunderbar, Leben geht weiter, in einer halben Stunde fragen wir dann das nächste Mal. Ne? So, wenn dieses Ping-Signal ausbleibt, dann ist halt irgendwie die Krise erreicht. Was anderes ist dieses interessante Phänomen der Konfabulation, was viele Demenzerkrankte haben. Das Gehirn versucht, auf Informationen zuzugreifen, die aber nicht mehr da sind. Das Gehirn erfindet irgendwas aus Verzweiflung. So kommen solche Manöver zustande wie Vater erklärt sich zum Leiter einer Pflegeeinrichtung. Genau dasselbe tun verzweifelte Menschen, wenn ihre Angehörigen verschwunden sind. Sie
glauben Verschwörungstheorien. Wir brauchen eine Geschichte. Wir brauchen eine Geschichte. Es gibt dann plötzlich einen unglaublichen Markt, daher diese ganzen Verschwörungstheorien für diese Geschichten. Es waren mehrere hundert Chinesen und Chinesinnen an Bord dieser Maschine. Bis zum heutigen Tag steht in dem Buch, geht eine Gruppe in Peking von Angehörigen zu der Fluggesellschaft und fragt, gibt es etwas Neues? Jeden Tag, weil das einen nicht loslässt, weil das ein Lebensdrama ist. Genauso wie wenn man einen Menschen vor sich hat, der einen irgendwann nicht mehr erkennt und man sich fragt, wie viel ist noch da? Bist du noch da? Und das macht das zu einer wirklich ganz großartigen, grandiosen Lektüre. Also und es sind sehr, sehr viele Bücher auch über diesen Flugzeugabsturz geschrieben worden. Ja. Also man sieht sozusagen, es ist eine offen gebliebene Geschichte und das macht das einfach so schwierig. Ja, es ist also auf jeden Fall auch eine Leseempfehlung. Unbedingt. Oder auch, wenn man die Chance hat, das nochmal im Theater zu sehen, sich das auch gerne anguckt. Ich habe jetzt einfach gar keine gute Überleitung von diesen zwei Debütromanen, weil wir kommen jetzt zu Thomas Mann und da geht es Gegenteil. Das ist das Gegenteil von einem Debütroman. Und ich habe irgendwie, versuche mal heute einen Trick. Ich habe mich wahnsinnig viel im Sommer mit Thomas Mann beschäftigt und das war einfach ein Riesenzufall. Also zum einen kommt morgen Dieter Borchmeier zu uns mit Thomas Mann, Werk und Zeit. Also ja, ich habe das mal jetzt auch akustisch versucht darzulegen mit dem Thomas Mann allumfassend, möchte ich mal sagen. Im Brownback Lunch wird er mit Manfred Osten über Thomas Mann sprechen. Das heißt, damit habe ich mich beschäftigt. Ich habe aber auch, weil ich sie unbedingt lesen wollte, Olga Tokarczuk jetzt gelesen über den Sommer, Empusion. Also das auch noch, das würde ich sehr euch auch empfehlen. Es ist eine Art Relektüre Relektüre ist Quatsch. Sie hat den Zauberberg in irgendeiner interessanten Weise ja nochmal neu geschrieben. Ich werde das, glaube ich, nochmal mit hier reinbringen und mit euch diskutieren wollen, weil ich das ein ganz starkes, faszinierendes, tolles Buch finde und gleichzeitig mich gefragt habe, warum hat sie das eigentlich gemacht und warum muss man den Zauberberg eigentlich nochmal schreiben aus feministischer Perspektive? Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt mache ich irgendwie den Sack zu und lese natürlich dann auch noch Volker Weidermann. Und über dieses Buch, das würde ich gerne heute kurz vorstellen und mit euch sprechen. Mann vom Meer, Thomas Mann und die Liebe seines Lebens. Volker Weidermann, ja, kennt ihr sicherlich auch gut. Ostende habt ihr vielleicht auch gelesen. Sein Buch, weiß nicht, schon ein paar Jahre her, ne? Ja. Genau, schreibt, ich finde, sehr, sehr großartige Bücher, relativ kurz, präzise und hat sich jetzt eben diesem Thomas Mann, dem man sich ja auch auf über 1000 Seiten widmen kann, in einem recht schlanken Werk gewidmet und konzentriert sich auf die Frage eben Thomas Mann und die Liebe zum Meer. Ich finde aber auch, dass er sich vor allen Dingen auf die Frauen in der Geschichte Mann oder in der Familiengeschichte Mann konzentriert und das fand ich dann doch recht spannend. Ich bin absolut keine Thomas-Mann-Kennerin, deshalb kann sein, dass es jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so viel Neues biografisch drinsteht in dem Weidermann, aber ich finde einfach die Art und Weise, wie er das zusammenbindet, sehr gelungen. Wir fangen an mit der Tochter von Thomas Mann, Elisabeth Mann-Borghese, als Kind und die Liebe zum Meer, die sie auch mit ihrem Vater, von ihrem Vater sozusagen, übernimmt möchte ich nicht sagen, aber eine Anregung bekommt. Und dann geht es aber vor allen Dingen um die Mutter von Thomas Mann, Julia da Silva Bruns, die in Brasilien geboren ist auf einer Plantage und selbst eine ganz faszinierende Geschichte hat. Als Fünfjährige ihre Mutter verloren, dann hat ihr Vater sie zurück nach Deutschland gebracht und hat sie mehr oder weniger in Lübeck abgegeben bei einer Tante. Dort musste sie dann sozusagen nur portugiesisch sprechend Deutsch lernen und dort alleine mit ein bisschen ein paar Geschwisterkindern zurechtkommen und ist dann irgendwann eben verheiratet worden mit dem Vater von Thomas Mann, war aber selbst eine sehr musisch begabte und interessierte, künstlerisch interessierte Frau, also sozusagen auch, was waren das für Verhältnisse, von wem hat Thomas Mann vielleicht auch diese Inspiration bekommen, im Gegensatz zu dem vielleicht eher technischen Vater. Genau, und dann geht es eben auch um Katja Mann, über die man natürlich schon mehr weiß. Und am Ende bindet Volker Weidermann das Ganze nochmal an die Tochter zurück, nämlich Elisabeth Mann-Borghese, die ja selbst Seerechtsexpertin war und eben sich für die Meere interessiert hat. Aber nicht nur Biologin auch, oder? Biologin, genau, ja. Ökologin und sich eingesetzt hat für die Meere. Und war also war Gründungsmitglied in diesem Club of Rome.
1970 und hat sich eben für diesen internationalen Seegerichtshof eingesetzt und ist eigentlich dank ihrer, kann man so sagen, und auch natürlich auch mit der Prominenz, die sie mitgebracht hat, aber auch mit der Expertise, die sie mitgebracht hat, haben wir überhaupt diesen Meeresschutz, den es irgendwie heute zumindest rudimentär gibt und die Vereinbarung, dass dieses Meer zu schützen ist und ein Weltumwelterbe, ich weiß nicht, Weltkulturerbe vielleicht auch. Genau, und er geht am Ende eben auch auf dieses Forschungsschiff. Es gibt ein Forschungsschiff, das nach ihr benannt ist. Und ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er mir einen Thomas Mann zeigt, der noch mal ein bisschen vielfältiger ist. Da geht es eben auch darum, die Liebe zum Meer, aber auch die Liebe zu Menschen, zu Frauen und zu Männern. Also, dass das Thema einfach auch noch mal auf den Tisch kommt. Seine ganzen Liebeleien, die mit Katja Mann und ihm aber vollkommen d'accord zu sein scheinen, weiß man nicht. Janika lächelt schon. Weißt du mehr? Natürlich. Natürlich. Genau, und ich finde einfach, dass Volker Weidemann ja wirklich sehr gut schreibt und einem so einen Thomas Mann noch mal auf eine andere Art und Weise in einem größeren Kontext darlegen kann. Deshalb habe ich sehr gerne gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr die Chance hattet, mal reinzulesen? Ein bisschen, ja. Aber nicht gut genug, um dich nicht fragen zu können, inwiefern spielt das Meer in deinen Büchern denn da eine Rolle in diesem Buch? Also mir fällt spontan Der Tod in Venedig natürlich genau. ein. Oder auch, das spielt ja auch an der Küste, Mario und der Zauberer. Das sind ja alles irgendwie in Küstennähe gebaute Erzählungen und Romane. Fallen uns noch mehr ein? Das wird doch wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Darf ich das so ein bisschen polemisch abkürzen? Oh Gott. Ja. Nein, also jetzt einfach, weil wir so viel gelobt haben. Ja. Das ist auch gar nicht schlimm. Ich finde auch, man kann das total schön lesen. Und das ist, glaube ich, so als Sommerlektüre fand ich es richtig gut. Aber ich glaube, ich dachte gerade, es könnte auch Gewässer im Ziplock heißen. Aber weil es wird einfach sozusagen motivisch immer wieder rausgeholt. Ich glaube auch eher auf so einer privaten Ebene, dass es für ihn so eine Befreiung von seinen sonstigen Zwängen war. Ich dachte, als ich das gesehen habe, dachte ich so, oh really, Thomas Mann, der über erforschte Thomas Mann, muss das sein? Und ich bin auch überhaupt keine Thomas Mann-Expertin und kann auch nicht sagen, ob jetzt in dem Buch was Neues zutage tritt. Das muss ja auch gar nicht immer das Kriterium sein. Ich fand es manchmal so ein bisschen konstruiert. Also dieses, wenn man sagt, Thomas Mann und das Taschentuch, findest du auch irgendwas, was du, glaube ich, dann an, würde ich jetzt mal behaupten, ohne mich deswegen durchs Werk graben zu wollen, wo du eine Verbindung herstellen kannst. Und er macht das sehr schön. Ich finde, es läuft in so einem tollen Bogen einmal durch. Das kann er einfach. Ich habe das Ostende-Buch total gerne gelesen, aber vielleicht auch, weil ich mich mehr für Irmgard Keun und Josef Roth interessiere als für Thomas Mann. Aber genau, mag sein. Aber ich habe mich wirklich, also für mich bleibt trotzdem am Ende die Frage, warum? Außer Sommerlektüre, Spiegel, Bestseller, Volker Weidemann kann's halt und Thomas Mann geht immer, war es so ein bisschen so eine Frage, warum dieses Buch? Ja, also gut, okay, geschenkt oder Tipp sozusagen oder angenommen. Ich finde, also ja, das ist ein bisschen konstruiert und er versucht, er geht schon auch in die Textexegese, er guckt schon irgendwie, wo sind die Stellen, wo sind die Verbindungen zum Meer, aber ich glaube, das war gar nicht das Hauptaugenmerk. Ich glaube, es ist diese persönliche, also Thomas Mann und das Meer, wirklich, was ihm das Meer bedeutet hat, irgendwo auch gebunden an diese Frauenfiguren, die ich da gesehen habe. Ich glaube auch nicht, dass da biografisch jetzt wahnsinnig was Neues dabei ist, aber ich finde es legitim zu sagen, ich gucke mir diese Person oder diese Zeit aus einer bestimmten Perspektive an. Und in diesem Fall ist es das Meer. Und natürlich ist das wahnsinnig romantisch irgendwie auch, aber ich finde schon, dass durch diese Erzählung entsteht ja ein eigenes Bild auf diesen Thomas Mann, seine Zeit, und diese Frauen. Aber findest du, also was ich mich halt gefragt habe und also als Frage, die jetzt über das Buch hinausgeht, jetzt kann man eigentlich noch so, ich sag mal so biografisch erzählen, also es geht so chronologisch, ne? Also es werden die einzelnen Werke, also Tod in Venedig, Buddenbrooks, Zauberberg, werden dann immer mit dieser Meerverbindung und der biografischen, wie ging es ihm da gerade, was wird da verarbeitet, dann wird sozusagen das Zitat aus dem Buch mit der Autobiografie verschränkt, beglaubigt, das ist auch alles total solide. Ich habe mich nur gefragt, ist das eigentlich noch die Form,
so etwas zu erzählen, also auch immer ein bisschen mit diesem Futur 2, er wird dann gewusst haben, dass sowas, was ja irgendwie so ein bisschen so diese Suspense die Befriedigung der Leserschaft, okay, ich weiß ja dann schon, wie das ausgeht und dass die Buddenbrooks ein Riesenerfolg werden und so weiter. Aber ich hatte doch das Gefühl, man kommt in so einen Erzählton, der jetzt vielleicht im Kontrast zu so absoluten Gegenwartsromanen für mich irgendwie nicht mehr so richtig gestimmt hat. Oder ist, obwohl ich es total gut und leicht weggelesen oder habe. Grade, weil oder gerade, weil es halt ja. So ein Einstieg ist. Also ja. So stelle ich mir das eigentlich vor. Sozusagen, also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gern Thomas Mann kennenlernen, ich nehme mir Werk und Zeit von Dieter Borchmeier, das ist schon, Angst. Das ist auch kann angsteinflößend sein. Ja? Wir werden ja sehen, wie er es dann morgen auf der Bühne präsentiert. Aber wenn ich sage, ich möchte gerne mal einsteigen und eben ein bisschen leichter reinkommen, dann finde ich das gar nicht so super. Schlecht. Dafür ich glaube auch, das ist eine Art Türöffnerbuch vielleicht, ja. Könnte man das sagen. Und es steht, glaube ich, schon in der Tradition, die möglicherweise begründet worden ist von Florian Illis mit dem Buch 1913 vor vielen, vielen Jahren. Ja. Also so eine Art Personality, ein bisschen, ohne das jetzt herabwürdigen zu wollen, überhaupt nicht, sondern ein bisschen Personality-Journalismus, ein bisschen Anekdote X und Juicy Detail Z und dann nochmal ein bisschen was aus dem Buch. Also so ein leicht zugänglicher, schnell ich bin gespannt, wenn du den Satz zu Ende bringst, Felix. Stil. Ich frage mich auch gerade, wie er zu Ende geht. Ich finde das hervorragend zusammengefasst von Felix. der sich einfach als unheimlich marktgängig und erfolgreich erwiesen hat. Ja. Und wo es eine Fülle von Büchern gibt inzwischen und die ja auch nicht mehr sein will, als genau das, nämlich zu sagen, ja. Leute, Literatur ist spannend und ich setze kein Studium voraus, nur eine gewisse Bereitschaft, sich unterhalten zu lassen und irgendwie, ich kann das gut erzählen. Und wenn ihr irgendwie euch, wenn das noch Türen öffnet und ihr damit irgendwie in tiefere Gewässer steuern könnt, ist doch schön. So ja. Würde ich oder das eben auch mir die Romane dann doch nochmal zur Hand zu nehmen und zu sagen, na gut, dann was hat mich jetzt besonders interessiert in dieser Erzählung? Ne? Was hat nochmal gekitzelt? Ist es der Zauberberg oder ist es doch irgendwie was ganz anderes? Ja. Ich habe auch wirklich nur Zauberberg und Buddenbrooks gelesen. Also da wäre noch ein bisschen was drin bei mir, sag ich mal so. Also insofern, gut, also eine eingeschränkte Empfehlung, aber vielleicht für einen lauen Sommerabend und man liest es ja auch sehr schnell so weg, aber auch das meine ich positiv. Ne? Man kann das runterlesen. Total. Ich glaube halt, es wäre immer, oder vielleicht deswegen auch finde ich den Hinweis auf Ostende auch gut, warum denn Thomas Mann? Also es ist sozusagen, es gibt so viele AutorInnen, denen ne, sozusagen diese biografische Bearbeitung noch gar nicht in der Form zuteil geworden ist, die viel mehr Zugang oder ne, für die man viel eher mal einen Zugang legen müsste. Lieber Volker Weidemann, wenn Sie das jetzt hören, wir wünschen uns mehr von Ihren Büchern und wünschen uns aber andere Autoren und Autorinnen, die Sie sich nochmal da zur Brust nehmen. Oder können wir so... Genau. So können wir verbleiben. So verbleiben wir. Ich bedanke mich ganz herzlich für die schönen Bücher und eure Expertise und das schöne Gespräch. Und ja, wir sehen uns in 2 Wochen. Jo. Wiederhören. Bis dann. Tschüss.